Servus Leute, zurück zu Let's Play King's Bounty Darkseid. Und hier haben wir unseren Gegner, den wir suchten. Schwarzer Kater, der ist mir entgegengesegelt. Der patrouilliert hier sogar. Und er ist etwas schwächer, was mich sehr freut. Deswegen werden wir ihn jetzt verfolgen und jagen. Wir sind sogar schneller. Komm her, schwarzer Kater. Zum Angriff. Wow, tot. Jetzt hätte ich gern einen Massenspruch. Probieren wir mal Ruf der Natur. Ach so, ich kann sie bloß hier spielen. Seelibellen. Naja, warum nicht? Ich habe hier einen Massenspruch so gesehen. Wow, hier sind sogar Schätze auf seinem Deck. Das Schiff bewegt sich sogar cool. Dann wird die Libelle hier eingesetzt, um die Schätze einzusammeln. Das ist, glaube ich, eine gute Wahl. Oder eine gute Methode, sie einzusetzen. Leider habe ich keine Wut. Beschworene Kreatur als Schild nutzen und noch dazu als Möglichkeit, die gegnerischen Einheiten abzulenken. Gar nicht mal so schlecht, ruft der Natur da. Oh. So viel dazu. Der Gegner kann das auch annehmen. Noch eine Libelle. Ja, warum nicht? Boah. WTF. Das ist ein hässlicher Effekt. Dann müsst ihr sterben. So viel zu ein bisschen schwächer. Ja, ja, schon klar. Ein bisschen schwächer am Arsch. Die sind voll die OPs. 4, Stufe 4. Stufe 3. Ja, ups, habe ich es wieder deaktiviert. Dann würde ich gerne dich hier haben. Genau, der Richtige wurde versklavt. Oh, sie stehen sich gegenseitig im Weg, sehr gut. Hast. Doppelt die Anzahl der Aktions... Oh. Moment, das nutzen wir gleich. Dann kann ich nämlich den angreifen. Zumindest nach dem Kampf muss ich dann vermutlich jetzt doch zurückgehen und meine Truppen auffüllen. Weil ich werde mit den Vampiren jetzt in die Vollen gehen. Gift auf. Aber warum nicht? Was? Der kann das auch? Ja, schade. Nekroenergie. Gut, das hält die Gegner auf. Ein Orkschlag. Auf den bitte. Ja, das war ganz okay. So, jetzt einen Giftschädel. Solche wäre wahrscheinlich von Anfang an auch ziemlich gut gewesen, aber jetzt habe ich mich anders entschieden. Deswegen. Ah, vielleicht töte ich sie ja. Leider nicht. Hätte aber sein können. Was passiert mit dem, wenn ich den verspotte und der kann nichts? Gezeichnet. Ja, eine Barriere aus Nekroenergie. Da kommt keiner von denen durch. Ich möchte angreifen. Dazu muss ich aber in die Fledermaus fahren.
Das sind jetzt die Assassinen, oder? Wartet, ich kann es gleich sehen. Assassine, ja, die heißen Assassine. Ja, die sind schon in der in den späteren Gebieten vorhanden. Hat irgendjemand einen positiven Buff? Nein? Dann sterbt ihr dort hinten. Warum sterbt ihr nicht einfach? Plupp. Plupp. Schon blöd, die Nekroenergie, nicht wahr? Ein Giftschädel auf den. Töten. Sehr gut, wie meine beschworene Einheit hier alles aufsaugt dann. Schaden. Zauber. Ich kann mich voll wenig vorbewegen. Ist ungewöhnlich. Ach, ich wurde gedebufft bestimmt. Weiter die gegeneinander kämpfen lassen und dann hier die gegeneinander kämpfen lassen. Das macht dem Skelett gar nichts. Soll ich auf der Seite vielleicht mit dem Skelett unterstützen? Wie sieht's denn aus hier überhaupt? Oh, das dauert noch. Besser ist, dass der stirbt. Schwupp, da sind sie tot. Magiemäßig habe ich jetzt ein Problem. Ich habe keine mehr zur Verfügung. Also mit Magie kann ich nicht mehr unterstützen. Und das muss noch aufladen. Und der verfehlt auch noch. Das ist jetzt schlecht gelaufen. Das war schon besser. Oh, verbrennen ist ganz übel. Doppelt verbrennen. Ah. Gibt auf jeden Fall Besseres. Ich schau da. Wobei, ich kann jetzt den Giftschädel nutzen. Ich habe ja den mir extra gekauft in der Annahme, dass ich den bestimmt gebrauchen kann, wenn ich mal kein Mana habe. Das wäre jetzt der Fall. Ein Orkschlag ist jetzt möglich. Auf Plünderer. Jawohl. Das ist, glaube ich, die stärkste Einheit, die jetzt noch auf dem Feld ist. Von der Menge und der Stärke her. Gewesen. Yes, das läuft. Und jetzt töten wir dich hier. Das Skelett. Süß. Mit dem schwarzen Pfeil? Ja. Sicherer Tod für den. Nein, er hat noch einen gekillt. Boah, tut das weh. Aber wir haben es geschafft. Der schwarze Kater wurde besiegt. Es gab ordentliche... So viel habe ich gar nicht verloren. Dank meinen Beschwörungen. Die kann ich komplett ersetzen. Das ist cool. Neue Sachen gibt's hier. Oh. Okay, ich kann leider nicht komplett lesen, was es genau macht. Er schafft einen undringlichen schwarzen Wolf auf dem Schlachtfeld, die alle um sich einfriert, okay? Auf den Feinden erhöhen 10%, 40% der Effektsterben schließen sich dem Kampf auf der. Ich kann es nicht lesen. Nochmal Flammen der Leidenschaft.
Schwarze Karte ist tot. Er wird Jim nun endlich in Ruhe lassen. Sorge dafür, dass es der Junge erfährt. Todesurteil verstreckt. Vollstreckung! Da können wir welche hinzufügen. Ja, okay. Gut. Wie mache ich aber jetzt den Stahl kaputt? Das ist die nächste Frage. Nachdem ich... Vielleicht kann mir der Junge helfen, aber ich glaube es zwar nicht. Aber naja. Wer könnte mir denn helfen? Vielleicht mein Zombie-Leibwächter. Mein Zombie-Freund, der alte Ehemann. So, hallo Jim. Schwarze Karte wird dich nie mehr belästigen. Hurra, der Pirat ist tot. Ich bin euch sehr dankbar, Sir Dad. Ich bin euch etwas schuldig. Ich werde meiner Mutter sagen, euch nur die besten Sachen in ihrem Laden anzubieten. Erzähl was über dich, Jim. Ich träume von fernen Reisen und uralten Schätzen. Leider bin ich zu jung und meine Mutter zu arm. Meine Träume werden so schnell nicht in Erfüllung gehen. Ich habe eine alte Piratenkarte und ich sehe sie mir am Abend immer an. Ich stelle mir vor, einmal reich zu sein, ein Schiff zu chartern und mich auf offene See zu begeben, um nach Piratenschätzen zu suchen. Ich wünsche dir viel Glück, Jim. Vielleicht kannst du mir helfen. Guter First Dad, ich möchte euch noch einmal dafür danken, dass ihr mich von den schrecklichen Piraten gerettet habt. Ihr könnt immer auf meine Hilfe zählen. Ich brauche deine Hilfe, Jim. Es geht um einen Auftritt. Du musst so tun, als ob ich ein schreckliches Monster wäre und dich verschlingen möchte. Du zeigst dich ängstlich und rufst um Hilfe. Ich weiß nicht so recht, guter First Dad. Meine Mama hat immer gesagt, dass man nicht lügen soll. Aber ihr habt den schwarzen Kater beseitigt. Und ich habe versprochen, alles zu tun, was ihr wollt. Hilf mir, Jim. Dann werde ich dir bei der Schatzsuche auf einer weit entfernten Insel helfen. Ich werde es tun, Dad. Ihr habt so viel für mich getan. Wie könnte ich es also jemals undankbar sein? Oh, Jim, könnte das nicht mit der Geschichte... Könnte das nicht der Junge von der Schatzinsel-Geschichte sein? Könnte das eine Anspielung sein? Oh, habe ich den jetzt im Inventar? Juhu. Jawohl, habe ich ihn im Inventar. So, meine schöne, holde, junge Maid. Jetzt mach mal dich platt. Jetzt werden wir dich herauslocken. Und dann wirst du gefangen genommen. Geschändet. Oh. Die Krähe hat mich jetzt erschrocken. Weil ich dachte schon, das ist jetzt eine besondere Einheit, die da rauskommt. Hätte ja sein können, der Marquis soll ja da eigentlich irgendwo in der Nähe sein. So. Seht ihr diesen unschuldigen Jungen? Ich werde seinen Kopf vor euren Augen abschlagen, wenn ihr das Tor nicht öffnet. Was werdet ihr tun? Er ist noch so jung, ihr würdet es nicht wagen, ein Kind zu verletzen. Ja, ich wette, mit der Feline, da hätte es nicht so geklappt. Glaubt mir, das werde ich. Ich werde seinen Schädel abschlagen. Warte mal, das bin ich. Glaubt mir, das werde ich. Ich werde seinen Schädel abschlagen, während ihr zuseht. Hilfe, so rettet mich doch jemand. Moment, Junge, ich komme runter, um euch zu helfen. Die Novizin öffnet das Tor. Was habe ich euch gesagt? Oh, ein Kampf. Stark. Nein. Ach, verflucht. Warum kann es nicht mal leicht gehen? Na gut. Flammen der Leidenschaft. Jetzt kann ich es mal wenigstens lesen. Mini-Uji verwandelt sich in einen Dämonen, verbrennt den Feind und verursacht dabei Feuerschaden. Entsprechend 10% der gesamten Gesundheit des Heals. 40% der Kreaturen, die von diesem Angriff getötet werden, erheben sich wieder, um 3 Runden für die Armee des Helden zu kämpfen. Oh, cool. Hört sich nach einem geilen Effekt an. Jetzt hauen wir mal solche raus. Warte, Novize. Aha. Ja. Viele Lichtkreaturen, das ist ein schwieriger Kampf. So haben wir mal eine Seuche auf die drauf. Was hat die da gezaubert? Hat die da welche beschworen? Die heilen sich alle gegenseitig. Das könnte lästig werden. Flammen der Leidenschaft.
auf den. Ah, cool. Wobei, cool, dachte, das bleibt jetzt aber nicht länger, oder? Heilung, Segen, eine Verminderung des Lichts oder neutral wird zwar, okay, haben wir keine. Okay, so viel taugt das nichts. Ich könnte den Kampf verlieren. Ich habe nicht genügend Magie. Ich habe damit nicht gerechnet, dass da jetzt so ein Kampf auf mich wartet. Ich dachte, die ist jetzt ausgeliefert. Sondern ich habe gehofft. Und die machen halt alle Lichtangriff. Lichtangriff ist gut gegen mich. Ist sogar ausgesprochen gut gegen mich. Ruf der Natur. Schlangen. Na gut. Ich glaube, den Kampf verliere ich. Ganz ernst, das wird ein echt starker Kampf. Die Vampire, auf die kommt's an. Okay, auf das kommt's auch an. Oh, Eifersucht bringt mir wahrscheinlich als am ehesten was. Ja, die Novizin, die ist so abgeschlagen da an der Seite. Die wird jetzt zu mir gehören. Warte, du hast dann einen Spezialangriff. Auf den. Schwupp. Muss ich halt mit allem kämpfen, was ich überhaupt habe. Das nicht sehr viel ist. Wobei, ich habe Tränke. Oh, ich kann keine Items hier einsetzen. Ah, so Mist. Toll, mein Skelett, die sind tot. Aber ich kann den Giftschädel wieder zaubern. Das ist positiv. Vielleicht sollte ich die kleinen Kreaturen erst vernichten, bevor ich die großen vernichte, weil die Erzmagier zu killen, das dauert. Wobei, den ersten könnte ich schon bald haben. Jetzt ist ja bloß das Problem, dass hier eine Blockade ist. Ich muss mit den Schlangen mindestens dadurch. Ein Orkschlag. Oh ja, auf die Erzmagier. Und der erste ist tot. Was? Stand er 3 gerade? Mist. Einfach mal da reinstellen und in Verteidigung gehen. Ja gut, ich besiege sie. Vermutlich doch. Gut, Novizin, hast du gut gemacht. Ja, das kann er noch machen. Der kann noch einen debuffen. Oder seinen guten Buff wegnehmen. Sagen wir es so. Flammen der Leidenschaft. Oh, Bumschakalaka. Die Dämonen. Hey, die geht voll ab. Stellen wir uns mal hier hin. Was? Wo? Du hast sie angegriffen. Lucia, die Anfängerin. Ich schaue immer da rein. Wobei, eine magische Axt. Andererseits ist es zu erlernen. Ich habe 3 magische Äxte.
Tötet wenigstens einen von denen endlich mal. Schwupp. Ach, das wird wahrscheinlich seine Fähigkeit sein. Aber warum wird das mir dann nicht gleich angezeigt? Dass der die besondere Fähigkeit hat. Vielleicht Magiewiderstand oder sowas. Blub. Leider konnte er nicht angreifen. Verteidigung. Oh, das ist gut. Kannst du jemanden noch jemanden vergiften? Du könntest ihn vielleicht töten. Nee, greif die weiter an. Die Spinnen sind die Schlangen sind überraschend nützlich. Sind ja nicht so anfällig gegenüber Lichtzaubern. Na je, 2 Schaden, 1 Schaden. 0 Schaden. Räumen wir hier erstmal auf. Deren Mana geht auch zur Neige, glaube ich. Bei solchen Kämpfen bräuchte ich eine höhere Mana-Regeneration. Damit ich öfter was machen kann. Immerhin einer weniger. Stell dich mal bei denen in den Weg. Außerdem geht gerade nichts. Du kannst aber einen gewaltigen Schlag machen. Weg sind die Geister. Nein. Nein, da war Nekroenergie, das habe ich nicht gesehen. Ach Mist. Das war jetzt fatal. Yes, der ist tot. Na, zumindest dezimiere ich sie wenigstens etwas. Aber es war trotzdem eine enge Kiste hier. Du kümmerst dich mal da außen um die Novizen. Die machen so viel Damage. Ich verliere das noch. Sieht sehr schlecht aus im Moment. Hier ist halt meine große Hoffnung. Dass mich sowas wie Orkschlag rettet. Ist aber leider der einzige... ich brauche noch eine magische Axt. Eine, die möglichst viel Schaden macht. Da kann sie einen töten. Da 5. Die sind auch geschützt. Göttliche Verteidigung. Widerstand gegen Magieschaden. Die haben sie ja alle Widerstand gegen Magieschaden. Hässlicher Bosskampf! Wann habe ich zuletzt gespeichert? Das könnte jetzt langsam bedeutend werden. Endlich sind die Feuerbälle wieder bereit. Das ist gut. Die hat auch magische Axt. Aber ich habe keinen Magiewiderstand. So. Feuer. Flammen der Leidenschaft. Na, töten wir mal hier welche. Das ist echt
garstig jetzt, dass ich hier nichts machen kann. Vergiften, das ist schon mal was. Noch eine magische Axt nutzen oder... Nee. Tja, toll. Die Einheit bringt mir nichts. Kann vielleicht mal einen Angriff vom Gegner abhalten. Aber mein Gegner hat jetzt zumindest auch kein Mana mehr. Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt ist halt entscheidend, wer die stärkeren Kreaturen hat. Und im Moment befürchte ich, dass es mein Gegner ist. Weil meine Vampire einfach nichts gegen dem seine hässlichen Viecher ausrichten können. Das könnte mir helfen. Nein! Ach nee, das wirkt auch auf meine. Das ist nach hinten gegangen. Ah, bald könnte ich wieder einen Giftschädel machen. Das reicht mir immer nicht. Das Duell haben wir verloren. Brauche ich nicht mehr machen. Oder? Ach, ich weiß es nicht. Aber von den Einheiten, die ich jetzt so sehe... gehe ich nicht davon aus, dass ich eine Chance habe. Die sind einfach gegen mich im Vorteil. Ich krieg die Erzmagier nicht fort. Ich kann die nicht mehr besiegen. Und schadenstechnisch... Ja, wobei... Vielleicht mit ein bisschen Glück. Und mehr Orkschlag-Power vielleicht? Ein paar Novizen killen? Ah, jetzt wurde eine andere beschworen. Gut. Aber sie greift trotzdem mich an. Nicht schlecht. Ich kann nichts gegen die ausrichten. Was jetzt aber geht, ist ein Orkschlag. Ich muss einfach auf Zeit spielen. Das ist gut. Zeit ist mein Freund. Mein bester Freund. Ja, die sind ungefähr gleich stark, aber der Erzmagier ist overpowered. Yeah. Ein Giftschädel. Das muss ich jetzt weise einsetzen. Ja, ich glaube auf den. Oh, das war gut. Oh, das war gut. Ja, das ist sehr gut. Ich habe schon überlegt, aufzugeben. Und neu zu beginnen, aber jetzt sieht's schon wieder so aus, als hätte ich vielleicht doch eine Chance. Der wurde wenigstens noch vergiftet, gut. Jetzt muss ich halt mich vom Zorn ernähren. Sie hat gar keine Mana-Regeneration, wie es aussieht. Okay, jetzt habe ich nur noch diese Einheiten. Naja, das muss halt reichen. Yeah! Und da kann ich welche töten. Gut. Aua, nicht einen Vampir töten. Wer lacht? Das sind die Imps, glaube ich, die da uns so lachen. Lieber erstmal die Einheiten töten, da die müssen sterben.
Der dort unten, wenn er weg ist, ist auch ganz nett. Geht schneller hier rum. Endlich ist er auch weg. Na gut. Ja, jetzt denke ich, gewinnen wir doch. Es steht nämlich jetzt der Kampf 3 gegen 3 und ich habe jetzt mittlerweile die besseren Einheiten. Außerdem habe ich das Feuer auf meiner Seite. Die ist noch lästig. Auch lästig ist, dass ich mich bloß eins bewegen kann. Als Fledermaus geht vielleicht mehr. Da geht sogar ein Angriff. Sogar die Tötung geht. Ein werden wieder zum Leben erweckt. Gut. Naja, klopfen wir als erstes den Magier. Die Novizin kommt halt danach dran. Na, wir könnten sie ein bisschen schwächen. Vielleicht auch ankokeln. Leider nicht. Das müsste für einen Angriff reichen. Yes. Meine Wut steigt nicht mehr. Das ist schade. Erstmal davor laufen und dann kann ich noch angreifen. Ich muss näher an die Novizen ran. Erstmal hier hinlaufen. Oh, dann reicht's nicht mehr. Schade. Das ist vielleicht das Zauberbuch meine letzte Hoffnung. Okay, dann kümmern wir uns erst um die Novizen. Sie brennt immer noch nicht. Unbelievable. Ja, ihr kämpft gegeneinander, das passt schon. Oh, du tötest sogar einen. Das ist höchst erfreulich. Geil. Nee, das bringt nichts. Lieber verteidigen. Ja, geh zur Nekroenergie. Genau so ist es richtig. Los, zur Nekroenergie. Regeneriere ich auch kein Mana mehr? Oh, die Nekroenergie ist weg. Schade. Ich regeneriere auch kein Mana mehr, wie es scheint. Ja, dann kämpfen jetzt nur noch die Einheiten, die vorhanden sind. Und mein Vampir ist da superior. Vampire und Imps. Aber danach muss ich wirklich neue ein. Der Kampf dauert ewig. Der Kampf dauert schon mittlerweile ewig. Kann ich vielleicht die dort unten holen? Dann kann ich mir Vampire sparen. Ja. Drei erstehen von den Toten auf. Was für ein Kampf. Was für ein Kampf. Unglaublich. Erhöht die Lebensdauer. Ja, ich kann es jetzt schon nicht leisten. Das könnte ich mir noch leisten. Eifersucht.
Ja, jetzt. Entführt Lucia die Anfänge abgeschlossen. Was? Fast ein Level up. Aber auch fast vernichtet. Fast komplett ausgelöscht, meine Truppen. Na gut, ich werde das nächste Mal wieder mit einer vollen Truppe hier stehen und dann kümmern wir uns hier um die restlichen versprengten Einheiten. Wobei es echt Sinn machen würde, wenn ich jetzt noch eine Einheit... Ich kill noch... Dort unten war doch eine Einheit, die rumstreift. Oder? Mindestens die dort unten. Die ist zwar jetzt unbesiegbar, aber ich werde sie jetzt killen und dann sehen wir uns danach wieder. Wenn ich sie gekillt habe und meine Truppen dementsprechend wieder aufgefüllt habe. Nachdem ich ein Level aufgestiegen bin. Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Liken bitte nicht vergessen. Ciao, bis zum nächsten Mal.